Guten Morgen, EB5 am Start. Auf jeden Fall, heute werde ich wieder mein erstes Girl Story. EB5 am Start. Auf jeden Fall, heute werde ich wieder meinen ersten Vlog nach einer sehr langen Zeit machen. Erstmal zur Erklärung, weswegen ich so lange gefehlt habe, damit es später keine Nachfragen mehr gibt. Ich habe, also meine Kamera ist geschrottet, das ist jetzt die Kamera von Airbased, also von Elif. Das bedeutet, ich habe so lange keine Videos machen können. Die Motivation war dann auch raus, nachdem meine Kamera kaputt gegangen ist, weil ihr könnt euch vorstellen, das Ding, obwohl ihr ein Projekt habt, geht auf einmal kaputt. Das müsst ihr euch überlegen, ihr verdient mit dem Ganzen kein Geld. Das heißt, hast du jetzt noch Geld übrig, um eine neue Kamera zu kaufen? Und die hatte ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht. Die habe ich jetzt auch noch nicht. Das heißt, weil wir ein paar Business am Plan sind, davon werdet ihr auch noch einiges mitbekommen in nächster Zeit. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, ich bin wieder am Start. Es wird jetzt so sein, dass ich jede Woche ein Video bringen werde. Elif wird jede Woche ein Video bringen. Das Ganze wird jeden Mittwoch online gestellt. Das heißt, ihr wisst auch Bescheid, an welchem Tag es online gestellt ist. Ihr solltet dann gegen Abend immer so gegen 8 oder so, sage ich mal, einfach online kommen. Ich denke, bis dahin wird das Video dann auch auf jeden Fall online gewesen sein, weil später laden wir das meist nicht hoch. Wisst ihr Bescheid, mittwochs immer online. Und dann habe ich noch eine Zusage, und zwar für die Zocker unter euch. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen zu zocken. Das bedeutet, ich bin Call of Duty Gamer gewesen damals. Ich war auch ziemlich krass. Ich war ziemlich gut. Ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich bin kurz davor, ich sag mal jetzt nicht Pro-Gamer zu werden, sondern eher competitive zu gehen. Das bedeutet, war quasi schon dabei, gegen richtige Personen zu spielen, gegen Punkte und Geld etc. Das heißt, es hatte schon so angefangen, aber dann kam der Drop, in dem ich gesagt habe, okay, ich zocke jetzt kein Call of Duty mehr und ich mache auch kein YouTube mehr. Und da ist das Problem, dass ich dann aufgehört habe. 2 Jahre lang. Ich zocke jetzt seit 2 Jahren kein Call of Duty mehr. Ich habe jetzt vor einer Woche oder so angefangen. Und ich muss sagen, es geht auch ziemlich ab und es geht auch ziemlich steil. Ich werde immer besser. Für die Leute, die Call of Duty verstehen, ich habe eine KD von 1,7 oder so und ich bin jetzt fast bei, ich sag mal, es ist aber Tendenz steigend. Das heißt, ich kriege auch locker eine 2 hin. 2er KD Solo natürlich. Also ich zocke mit keinen Freunden oder so, weil ich keine Freunde habe, die in dem Bereich zocken. Aber es erwarten euch viele. Ich habe jetzt viel zu viel geredet. Fast 3 Minuten oder so. Aber auf jeden Fall, ich werde sonntags ein Call of Duty Video hochladen, mittwochs ein Vlog. Elif wird mittwochs ein Vlog hochladen und eventuell dann auch noch ein Video in der Woche. Kommt drauf an, wie das läuft. Aber auf jeden Fall habe ich dann so eine breit gefächerte Zielgruppe. Ihr wisst Bescheid. Kommt auf jeden Fall vorbei. Und wir fangen jetzt an mit dem Vlog. Und zwar muss ich aber erstmal noch ein paar Sachen erledigen. Arbeitsmäßig, businessmäßig. Und wir sehen uns gleich im nächsten Cut. Peace out. Wir sehen heute wahrscheinlich auch noch Elif. Ne? Für die Leute, die das letzte Video gesehen haben, das Gewinnspiel läuft quasi noch. Also wir werden noch ein Video uploaden, wie ihr dran teilnehmen könnt, wie ihr quasi Gutscheine gewinnen könnt von uns. Wir haben eins schon verlost über den Online-Livestream. Wir wollten eigentlich alle verlosen, es waren aber nicht genug Leute da. Entweder war es zu spät oder ja, es war halt Samstag, die Leute sind feiern gegangen, wie auch immer. Aber ich werde euch das noch in einem Video erklären. Airbase wird euch das noch in einem Video erklären. Das heißt, klickt auf jeden Fall durch, schaut jeden Tag, beziehungsweise jeden Mittwoch, jeden Sonntag mal rein und es wird ein Video quasi folgen, wo ihr dann an einem Gewinnspiel von uns teilnehmen könnt für Weihnachten, von uns, für euch. Peace out, wir sehen uns im nächsten Cut. Hi, ich würde euch jetzt eine Roomtour zeigen, aber leider ist das Problem, ja, dass ich jetzt gleich los muss. Aber ich hatte schon eine Roomtour quasi gefilmt und ich blende das jetzt genau an der Stelle einfach mal, nachdem ich meine Haare gehaarsprayt habe, einfach mal kurz an, damit ihr Bescheid wisst. Ich hatte das schon gefilmt, einfach gestern, vorgestern, wie auch immer. Aber das ist auf jeden Fall mein Riesenspiegel. Leider sind hier ein paar Sachen, deswegen musste der so hoch aufgestellt werden. Das ist ein bisschen hoch, aber
gerade irgendwie, was höre ich? Music in Me von. Ah nee, noch nicht. Let Me Blow Your Mind von. Sag mal was. Stephanie, ich liebe euch. Wir befinden uns jetzt hier heute im Fitnessstudio. Und die S-Bahn hatte so viele Probleme und der Emin hatte auch so viele Probleme und wir haben jetzt noch wenig Zeit, deswegen müssen wir jetzt schnell trainieren. Richtig. Ende. Hallo. Wir sind jetzt fertig. Wir sind fertig mit dem Trainieren. Ich werde das auf jeden Fall. Ich filme nicht beim Trainieren, weil ich bin halt einfach nicht breit. Das heißt, es ergibt keinen Sinn. Einfach. Und ich würde mich da, glaube ich, sehr unwohl fühlen. Ich war mal breit, aber jetzt bin ich halt nicht mehr breit, deswegen kann ich das nicht filmen. Aber ich bin breit, ja. Du bist sowieso breit immer, weil du zu viel kiffst. So, wir sind jetzt kurz vorm Kaufland, weil wir müssen uns was Kleines zu essen holen. Auf jeden Fall, kennt ihr diese Leute, die denken, die fahren anstatt ein PKW, fahren die ein LKW? Ich schwöre, die schwenken so die ganze Straße erstmal raus und dann fahren die. Ich schwöre, und dann denken die so, die hätten so 3 Meter breite LKW-Dings. Wagen. Haben die so einen Twingo? Ich schwöre. Bester Wagen. Nein, aber manche Leute machen das echt mit so kleinen Autos. Das war ja. Ich sag ja auch, der war ja auch nicht so. Das war ja ein großes, aber jetzt nicht so ein LKW. Aber egal, auf manchmal Fall fahren die echt wie LKW. Können wir jetzt bitte was essen? Ja! So, wir haben jetzt Börek-Sticks gekauft. Ja, ich nicht super. Kauf dir Börek-Sticks. Nein, sauer. Warum nicht? Schatz, kauf dir Börek-Sticks. Schatz, kauf dir Börek-Sticks. Für meine Zockernächte hier im Angebot. Das schmeckt gut. Schmeckt so nach Kokosnuss und Ananas. Ich mag keinen Kokosnuss. Okay. Aber auf jeden Fall wisst ihr Bescheid hier. Wir sagten das ja auch zu unserem. Wisst ihr Bescheid? Natürlich möchte ich das. Ein das war's. Das sind nur 3. Was ist das? Ein Börek-Stick. So, ich sitze jetzt im Auto. Ich habe die beiden abgelassen zu einer Freundin aus der Familie, die wie meine Schwester ist. Auf jeden Fall, ich muss jetzt arbeiten, meinen Kurs geben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da drin filmen werde. Weiß es nicht. Aber wenn ja, dann filme ich da definitiv. So, wie ihr gemerkt habt, habe ich nicht gefilmt beim Kurs. Aber ich filme jetzt uns beide. Hallo. Hallo. Ich habe die beiden abgeholt, also meine Schwester und die Elle. Und wir gehen jetzt zum Kaufland, weil wir machen heute, oder die machen heute, du machst heute gebrannte Mandeln. Ja. Und deswegen machen wir gebrannte Mandeln. Guck, da steht jetzt, dass ich keinen Akku mehr habe. Wenn ich gleich keinen Akku mehr habe, dann verabschiede ich mich jetzt schon. Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mich jetzt nicht. So. Ich mache gerade gebrannte Mandeln hier. Ich konnte gerade nicht mehr filmen, weil der Akku leer war. Und wir haben den jetzt ein bisschen aufgeladen. Ich hoffe, der hält ein bisschen. Und lecker. Ich habe das alles alleine gemacht und ich werde das auch jetzt alleine machen. Natürlich alles aus dem Kopf. Ich freue mich und ich mach das ordentlich. Auf jeden Fall, wenn ihr Lust habt. Emin denkt schon so, er hat das sogar erfunden. Ja, ja. Sieht nur noch, dass die Aussage kommt. Ich hab das selber erfunden. Ja. Gewinnspiel. Mandel. Selbst erfundene Mandel. Eine Packung Mandel. Mit Zimtpackung. Jut. Sehr gut machst du das, Emin. Dankeschön. Werden wir ja dann sehen, wie das Ergebnis sein wird, ne? Richtig. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Mein Hand tut schon weh und meine Schwester macht das seine Halbstunde. Erklär uns kurz, wie die Technik funktioniert. Pass auf, um die Mandeln richtig hinzubekommen, ist es ganz, ganz wichtig, quasi runde Bewegungen zu machen. Weil sonst werden die Mandeln nicht zuckrig quasi, ne? Also die gebrannten Mandeln, die beim Weihnachtsmarkt, da machen die das auch immer so. Sonst werden die nicht richtig. Ne? Immer aus der Schulter. Uhrzeigersinn. Warum? Ich mach das ordentlich. Ich mach das ordentlich. Warum gegen den Uhrzeigersinn? Weil das muss so sein.